Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stoneheart. Ihr seid bei Ramagani gelandet, Ramagani, das bin ich, und wir sind hier erstmal ein kleines Häuschen am Bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das jetzt genau war. Stoneheart nehme ich ja nicht staffelweise oder ja mehrere Folgen an einem Tag auf, sondern immer nur, oder macht das sogar, sondern jeden Tag. Ich rede wieder eine Scheiße gerade. Naja. Für irgendwas war das, es sollte unser Rüstungshaus, glaube ich, werden, genau. Und wir werden jetzt heute mal versuchen, dort oben das blöde Haus dann nochmal abzureißen. Jetzt habe ich wieder, was ist denn heute los hier? Nee, bin ich nicht. Da ist uns Fraps mal wieder abgestürzt, aber das ist auch nichts Neues. Ja, das Gebäude hier, das ist munter im Bau. Das Gebäude da, das kriege ich immer noch nicht weg. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Vielleicht habt ihr eine Idee, vielleicht, ich weiß es nicht. Also, entfernen müsst. Es geht nicht, er will es nicht entfernen. Er will nicht. Aber irgendwie kriegen wir das noch weg, die Ruine da. Abgesehen davon, die Kisten, die sollten schon längst dort raus sein. Die sollten alle weg. Wieso macht ihr nicht das, was ich euch sage? Ich will dieses blöde Haus da nicht mehr haben. Ja, jetzt packst du sie ein, oder was? Kannst du mir noch mal einen Buckel runterrutschen, Alter. So, Bett weg. Schnitt. Brauchen wir nicht, wir wollen hier das Haus zumachen. So, dann sind die Möbel ja gleich raus. Hier, Bereitstellung aufheben. Da auch. Dann reißt mir das blöde Gebäude da jetzt endlich ab. Das nervt mich. Da fehlt immer noch eine Tür. Müssen wir mal bauen hier. Das wird eine große Tür sein, so wie das ausschaut. Ja, welche große? Ich denke mal hier die hölzerne Doppeltür. Handwuchs. Hä? Benötigt Schreiner der Stufe 1? Haben wir doch. Haben wir kein Holz mehr? Was ist denn das für eine Nummer? Wir müssen uns nochmal Holz besorgen hier, ne? Zeig mal her hier. Wo gehen wir uns ein Holz besorgen? Hier unten, ne? Da stört es ja keinen, wenn ich das da wegnehme. Da, bitte. Könnt ihr euch erstmal Holz besorgen? So. Langsam nimmt das Ganze aber ja trotzdem Form an hier. Kann mal gucken, ob du nochmal hier ein paar von den warmen Köcher. Nee. Wir wollen erstmal die verbesserte Arbeiteruniform haben. Davon können wir 3 Stück herstellen. Kannst auch gerade loslegen mit. Können wir hier auch noch mal gucken. Da können wir 11 Stück herstellen. Dann Lederballen können wir. Eindringlinge nähern sich. Zeig mal her hier. Was haben wir da? Was ist das für ein Viech? Ein kleiner Steingolem. Der ist alleine. Normalerweise treten die immer eher in Gruppen auf. Jetzt muss ich natürlich meinen Fußsoldat mit dem alleine rumschlagen. Wo ist mein Ritter? Nö. Nö. Du kommst hier rüber. Wo ist mein Ritter? Wo ist mein Ritter? Der ist gleich tot. Hä? Da kommt er doch. So, Startalarmmodus weg, dann geht wieder an eure Arbeit. Unser Ritter wird das schon machen hier. Boah, der ist schon ganz knapp. Und kurz vom Abnippeln da. So wird das aber nichts.
Es ist nur ein Kiesel, steht da, ja, von wegen, ey. Da hat man Fußelplatten aber auch nicht zugesetzt. Vielleicht können wir den, wenn der denn geheilt ist, der muss auf jeden Fall geheilt werden. Wir müssen uns ein Kräuterharz herrschen, das hat doch keinen Zweck mehr so. Wir haben mal hier noch 5 Leute frei. Mal gucken, wer hier am besten für geeignet ist. Da. Und du wirst Kräuterarzt werden. So. Schaffst du das da? Nee, 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 nee. Nicht sterben jetzt bitte, ne? Jawollo. Fusseldat Level 2. Das bringt uns aber immer noch nichts. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall unsere Kräuterhexe hier oder Kräuterarzt. Der muss hier auf jeden Fall was tun. Kleines Alex hier können wir hier herstellen. Erfordert einen Platz hier ein Kräuterarztlabor. Das haben wir hier gleich. Was haben wir hier noch? Das sind die... Ist das euer Ernst? Wo ist unser Ritter? Ne, du rennst dann... Du rennst aber definitiv nicht hin, Alter. Bleibst du hier? Nö. Hallo. Du nicht. Du da. Da. Dahin. Ist mir egal. Du rennst auf jeden Fall nicht den Goblins hinterher. Du Honk, ey. Wo haben die denn ihr Lager aufgeschlagen? Da hinten? Oh, das ist aber eine harte Nummer da. Dann bleibst du da auch mal ganz einfach weg. Komm her. Du musst auch erstmal hier, du musst dich erholen, ihr müsst geheilt werden, Mann. Ich laufe dir den blöden Fischers da hinterher. Also. Ich sehe aber auf jeden Fall den Bedarf an einer Burgmauer vielleicht sogar unter Umständen. Ja, ich glaube, das können wir akzeptieren. Eichenmenge hier unten abgebaut. Farmer Level 5 haben wir jetzt. Also ihr müsst euch hier auf jeden Fall erstmal erholen. Da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Wo ist eine andere? Schlumpf. Hallo. Bleibst du wohl hier? Dahin stellst du dich. Du sollst dich da drüben hinstellen, du Horst. So. Ja, tägliches Update, mal gucken. Reicht noch nicht. Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit diesen Hardcore-Ton da auf den Ohren. Meine Fresse. Stadtlager. Da ist der Kräuterarzttisch. Der muss ja hier oben irgendwo im Lager sein. Da. So. Da kommt einer. Mal gucken hier. Wo ist unser Ritter jetzt schon wieder? Ist er das? Na, dann mach du den Goblin mal platt da.
Besser du machst das, als wenn da unser anderer Fighter drauf geht. Meine Fresse. So, dann werden wir hier mal ein paar Tränke machen. So. Dauerhaft. 10 Stück. Leg los. So. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wie man die anwendet. Muss noch mal nachschauen. So. Auf jeden Fall ist jetzt hier erstmal wieder Ruhe. Und wie gesagt, dann kommen wir auch in den Bereich, in dem wir dann hier vielleicht sogar eine Stadtmauer brauchen. Wenn das so krass ist, dass sie so krass angreifen, also finde ich nicht mehr ganz so lustig, ne? So, die Gebäude hier sind bald fertig. Das hier ist auf jeden Fall auch ein größeres Lager, ne? Kleinen Goblinhäusern, hier ist so ein Totenfall. Da können wir mal, wenn unsere zwei Jungs hier wieder so ein bisschen auf dem Damm sind, können wir die da auf jeden Fall mal hinschicken. Natürlich die Frage, wo die beiden wieder unterwegs sind. Auch eher ein Grafikfehler zu sein hier. So, Kräuterarzt, wo ist er? Irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig, hier nachher die Leute zu finden. Also der ist am Pennen. Ich werfe Hunde, kann kaum gehen. Ja, ist klar. Wo ist der Ritter? Der liegt hier im Bett. Der ist verletzt. Ich muss auf jeden Fall mal schauen, wie wir diese Tränke da anwenden, ne? Falsch Knopf gedrückt. So geht das auf jeden Fall nicht weiter. Also, Himmelswillen, was macht unser Trepper da hinten eigentlich? Der holt da Fleisch ran. Können wir unseren Koch vielleicht hier auch noch mal ein bisschen beschäftigen. Geröstetes Pollo. Da brauchen wir Pollofleisch, okay. Bauernbrot, das können wir mit einem Sack Mehl machen. Machen wir hier mal dauerhaft 10 Stück. Dann hier den Fleischeintopf, der ist ja hier oben. Was so ein Fleischeintopf? Den haben wir noch gar nicht. Stellen wir da gerade mal 2 Stück von her. Haben wir da eigentlich schon einen Steinofen? Den haben wir noch nicht. Den können wir dann auch mal hinstellen. So, wunderbar. Wir sind auch hier gerade am Essen. Da ist unser Ritter auch schon wieder. Auf jeden Fall Stadtmauer, ganz wichtig. Gehen wir hier mal ins Baumenü. Na, komm her. So. Und dann gibt das hier jetzt eine lustige Stadtmauer. Zeugen gibt's nicht. So. Das geht ja auch nicht richtig hier. Ja, die Farbe ist ja auch dieselbe, oder? Eigentlich. Können das mal ausprobieren.
Also ein bisschen merkwürdig da mit der... mit dem Baumenü. Das verstehe ich alles immer noch nicht so richtig, aber... naja. Das kommt bestimmt auch noch. Haben wir heute wieder richtig Action gemacht. Fast zwei, oder zumindest ein Mitglied fast verloren. In unserer Gemeinschaft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie immer könnt ihr mir natürlich ein Abo dalassen oder dürft mich liken. Und dann sehen wir uns morgen in der Folge Nummer 19. Und bis dahin dann wie immer ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.